Jo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute mit der dritten Folge Toni und ich. Ich würde fast sagen, wir nennen die Playlist doch so, Toni und ich, oder? Ja, das klingt gut. Genau, Toni und ich. Hi. Wäre ich jetzt die Playlist auch umbenennen. Ja, und Toni ist heute wieder zu Besuch. Ihr kennt das Format ja schon. Toni kenne ich aus Weißenfest. Toni ist Konsumkollege von mir gewesen. Wir reden hier über den Zeitraum Ende 90er bis Mitte 2000er, ja, kann man sagen. Ja. Genau, also bis Ende 90er in Weißenfels und dann Anfang 2000er in Leipzig. Ja, Toni und ich haben eine Christel-Vergangenheit. Wir reden hier über unsere Erfahrungen, über den Ausstieg, über den Dämon der Sucht. Und Toni hat halt auch ein paar Fotos mitgebracht aus der damaligen Zeit und die schauen wir uns jetzt mal an und ich halte hier kurz in die Kamera, damit ich sehe, welches Foto das ist und blende das an euch, für euch ja auch dann im Vollbildmodus ein. Also ganz random ist hier rausgesucht, ja, also ja. Ganz random rausgesucht sehe ich ein Foto von mir von 2002. Mhm. Ich halte es mal kurz in die Kamera, ja, jetzt seht ihr es im Vollbild eingeblendet. Toni, wir sehen hier Sebastian, richtig. Mhm. Das ist im Proberaum, das sehe ich sofort. Ja. Genau. Und das ist welcher Proberaum? Ich denke, das ist im Schloss in Weißenfels oben. Ja. Ist das so? Ja, ja. Okay, genau. Die anderen Proberäume kenne ich nicht. Ja, okay. Ach, du kennst die oben nicht? Schöne Aussicht? Ja, ja, genau. Nee, da war ich glaube ein, zwei Mal, wo ihr da alles weggeräumt habt. Okay, gut. Also wo er dann umgezogen ja, seid. Ja, ne? Werden wir auch noch gerade erzählen, genau. Also nochmal dieses Foto. Wir sehen hier Sebastian, der gerade, also ich habe mir gerade eine Bon reingezogen, ja, und atme hier genüsslich aus. Genau, ein fettes Teil. Die Bon kenne ich auf jeden Fall, die haben wir jahrelang gehabt. Die hat es immer mit dem Auto. Die hat es immer mit dem Auto, ja? Ich, ja? Ja, das ist deine, okay, Bon. Das ist meine Bon? Ja, klar. Okay. Die hat sie immer mit dem Auto. Ist doch am Aufkleber. Was steht da drauf? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch, dass der Kopf auf jeden Fall nicht der Standardkopf war, sondern ist schon eine größere. Das haben wir immer Specksteinköpfchen. Ne? Ja, in Speckstein-Köpfchen, genau. Das ist dann Advanced Shit gewesen, genau. Mhm. Also die gibt es ja eigentlich immer nur mit so einem Standard-Alu-Kopf. Ja. Ja, also eine Kinderportion. So ein Flutschkopf. Genau. Ein Flutschkopf, ja, genau. So eine Kinderportion. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall schon ein Specksteinkopf, mhm, wo man auf jeden Fall mehr reingekriegt hat. Ja. Und ja, weil du gerade sagst, Auto und Bon. Ja. Da haben wir doch auch ein Foto. Jawohl, hier. Da haben wir. Ja, okay, wartet mal. Ja, nehmen wir mal das hier. Zeige ich mal kurz die Kamera, damit ich weiß, welches ist. Mache ich das Gesicht, wo denke ich dann hier? Ja, so ja, ein Ding. Ja. Ja, hier seht ihr auf jeden Fall. Das ist auch meine Bon wieder. Das ist auch schon wieder meine Bon. Nee, das ist nicht deine. Da ist nicht, da ist kein Aufkleber drauf. Das, aber es ist dasselbe, also Modell. Das ist dasselbe Modell. Das ist dasselbe, ja, Modell. Ja, okay, ja, das ist dasselbe Modell. Hey, strange. Schön Acrylglas, ne? Nee, das ist Plaste. Ja, oder Plaste. Ja, Acrylplaste, ja, genau. Ja. Meine ich doch. Ja, ja, genau. Plaste, ne? War so eine. War schon ein bisschen advanced mit diesem längeren Rohr. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Das war keine Einsteigerbon, das war schon. Nee, das war schon. Ein Profibon. Kann man sagen. Suchtbon. Ja, Konsumbon, ja, genau. Ja, also im Auto haben wir viel gekifft, da haben wir noch ein Foto. Das zeige ich. Ja, das war auch eigentlich damals das Ding, was überhaupt war, ja, irgendwo hinzufahren. Genau. Sich zu bekiffen, ne? Autoparty. Autoparty, ja. Autoparty, mhm, ja. Also, was fällt dir spontan zu einer Autoparty ein? Kannst du dich an eine Autoparty mit mir erinnern? Also wir können ja erstmal erklären, wo wir immer Autoparty gemacht haben. Das war oben in Weißenfels beim Burger King. Genau. Auf dem Parkplatz vor dem dänischen Bettenlager. Genau, ja. Richtig? Dann genau, haben sie viele Jugendliche getroffen aus, ja, verschiedenen Schichten. Ja, ja. Es gab welche, das waren Freaks, die haben nur ihre Autos getuned. Richtig, das war. Na? Die waren auch so Gruppierungen, ich genau, erinnere mich. Genau. Vorne links standen so die Autotuner. Genau. Die haben dann halt ihr Bier getrunken oder genau, ihre Mixerie oder was weiß ich. Ja, die Trophys hinten dann irgendwo. Standen dann weiter hinten, ja, genau, schön in der Reihe, mehrere Autos nebeneinander. Ja. Ne? Und da ging dann halt die Bon hin und her. Ja. Und wie man dann so ist, dann, ja, fängt man an zu labern und, ja, philosophiert alles. Das muss man sich mal reinziehen. Und beobachtet andere Leute. Ne? Naja, aber das, was mir gerade auffällt, das muss man sich mal reinziehen, dass wir damals im öffentlichen Raum in Autos als Fahrzeuglenker, mhm, öffentlich uns die Bons reingezogen haben. Ja, und immer mitgeführt haben.
mit dem Auto. Auch drauf und gefahren sind. Und ja, sowieso. Dicht, ja. Ja. Und keinerlei eigentlich Angst hatten vor, einer vor Polizei, Strafverfolgung. Das war bei uns nicht so. Das, nee. Davor keiner rum hat das kontrolliert, oder? Nee. Also am Anfang nicht. Es wurde dann schon... Also ich muss schon sagen, Mitte, Ende 90er war das fast noch Eldorado. Ja, genau. Ja. Da hat es keinen interessiert. Ne? Hat es keinen interessiert, genau. Ich kenne da eine Story auch von, wo ich selber nicht dabei war, aber wo mir das erzählt wurde, dass zwei, drei Kumpels von mir waren auch mit einem Kumpel im Auto unterwegs, hatten da aber nicht nur gekifft, sondern die waren auch, ich weiß nicht, ob es LSD, keine Ahnung, oder jemand oder auf Pilzen, was weiß ich, also fährt man ja dann rum und guckt sich die ganze Welt an, alles ist fresh, ne, so. Und ich bin, ganz kurz, ich bin auf LSD auch mal von Großkeiner im Schneesturm auf LSD an Neuner vorbei nach Weißenfels gefahren. Und das war mega, oder? Es ist eigentlich unvorstellbar, dass man völlig auf LSD auf einer Bundesstraße durch den Schneesturm fährt und lebensmüde, völlig krank. Ja. Ja, also völlig krank, aber entschuldige bitte, ja, okay, erzähl weiter. Jedenfalls ist da dann eine allgemeine Verkehrskontrolle gekommen. Also ich habe den Bullen angehalten mit vier Mann, vier Jugendliche drin, ne? Alle total breit, ne? So normale Bullen. Wollten dann das Verbandskasten und Warndreieck sehen, ne? Haben Papiere überprüft, alles. Und der Typ, der Fahrer, der hatte nicht nur Kiffen als Hobby, sag ich mal so, sondern der hatte auch einen Sportbogen. Ein Sportbogen? Ja, so einen richtigen Bogen. Okay. So in Camouflage. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Da hat er ab und zu mal auf dem Feld rumgeschossen damit. Ne? Okay. Und ein Baseballschläger lag auch noch hinten. Ja. Und das lag alles im Kofferraum. Ja. Und der Typ ist ausgestiegen und wollte gerade das Wanddreieck holen. Ja. Macht seinen Kofferraum auf. Ne? Hat es aber in dem Moment vergessen gehabt. Ja. Die Bullen waren vorne. Hat den Kofferraum wieder zugemacht. Wanddreieck habe ich nicht mit. Oh, okay. Das muss ja. Weißt du? Krass, so. Die Bullen, nicht okay, dann alles safe, konnte weiterfahren. So. Das war damals Normalität. Ne? Also ich habe ja auch, mich haben auch einmal, das war in Mitte der 2000er dann schon, die Bullen hier in Leipzig angehalten. Kam ich von der Probe und war auch fett gekifft bei der Probe. Ja. Und war auch Koks und Speed auch noch. Und hatte noch... Das ist eigentlich eine ganz krasse Geschichte, die ich jetzt echt mal spontan erzähle. Ja. Und hatte, in meinem Renault konnte man damals in dem Lenkrad das Plaste Mittelteil rausnehmen. Wo der Airbag eigentlich ist. Genau, ja, wo das Logo konnte man so rausnehmen. Ja. Und da habe ich immer das Gras drin versteckt. Okay. Ja. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt 10 Gramm Gras in diesem Lenkrad und bin gefahren und mich haben sie dann, und dann wollte ich nach Hause fahren, nee, zu meiner Freundin damals. Und Höhe. Bundesverwaltungsgericht Leipzig standen wirklich 4, 5, 6 Sixpacks und haben mich rausgezogen und das war auch ein Einsatz, war der ganz gezielt auf Drogenscreening. Okay. Abzielte, das war 2003. Okay. Ja. Ich total bekifft, völlig auf Koks, völlig auf Speed, 10 Gramm Gras im Lenkrad. Aha. Und der Bulle kommt raus und sagt, komm mal bitte mit, wir machen es mal. Ja, Drogenkontrolle. Also auch richtig ganz klassisch angekündigt, also Cocaine Geheimnis rausgemacht. Okay. Musste mich in die Wanne setzen. Ja. Und dann haben die mit mir sofort einen Schleimhauttest gemacht. Okay. Also es war so ein alter Polizist. Ha. Mit einem Stäbchen halt in die Nase rein, Abstrich gemacht. Mhm. Und Test auf Kokain war das. War positiv. Oh. Und ich weiß noch, es geht ja dann in Sekundenbruchteilen. Läuft ja das Szenario vor dir ab, was jetzt passiert, das kennst du sicherlich auch, was jetzt passiert, wenn es nicht gut ausgeht. Ja? Ja, ja. Bei mir ist es ja nicht gut ausgegangen. Ja, genau. Ne? Ja, leider Gottes. Ich saß in dem Auto und, genau, und der Test war positiv und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich war in so einem Notfallmodus, ich habe angefangen zu labern. Ja. Ich habe so getextet, das kann nicht wahr sein, da habe ich auch ein bisschen aufgeregt, so, ja. Ja, okay. Und er sagte, naja, die Tests sind auch neu, das war so ein DDR-Polizist, ja. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, weißt du. Ja. Und dann hat er das halt nochmal gemacht und ich saß im Auto und das Adrenalin war so krass bei mir, dass ich angefangen habe zu zittern mit dem Bein. Okay. Also weiche Knie plus. In dem Polizei, in dem Sixpack. Okay. Und der Polizist guckt mich an und sagt, was ist denn los? Sind Sie aufgeregt? Und ich sage, nee, mir ist kalt, es war im Winter. Ja. Mir ist kalt. Und dann macht er die Tür zu. Ja. Und ich hatte auch noch, genau, es hat mir gerade noch 2 Gramm Gras in der Hosentasche. Ach du Scheiße. Der macht die Tür zu und in dem Moment, wo er die Tür zu macht, fängt das ganze Auto an, nach Gras zu stinken. Das ist natürlich eine Situation. Ich mach's kurz. Ich bin da rausgekommen. Ich bin da rausgekommen, der zweite Test war negativ. Okay. Keine Ahnung warum.
Obwohl, hat es nicht gerochen? Naja, anscheinend nicht. Vielleicht war ja noch... Waren dann auch nicht so clever, mal hier in die Taschen zu gucken oder so? Nee, das, ich hatte da Glück. Das ist ja das Verhalten, was ich meine. Früher waren die Bullen nicht so. Nee, genau. Später wurde das ja dann, hätten die dich gleich komplett, der hätte vielleicht sogar noch der Arschbacken auseinander machen gleich müssen. Gleich mitgenommen aufs weißt du? Revier, Bluttest und dann ist ja alles klar. Weißt du wie? Also, 2003 war das, ja, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Das darf man so nicht vergessen, ja. Aber ich würde schon sagen, Mitte, also wo unser Konsum anfing in Weißenfels, das war bei mir 96, 97. Ja. Ja. Hm. Bis 2000 so, ja, also 4 Jahre haben wir es in Weißenfels ja richtig krachen lassen. Auf jeden Fall. War von Polizei nichts zu sehen, nichts zu spüren, das war kein Thema. Wenn du dich nicht super dämlich irgendwie im Straßenverkehr verhalten hast, oder so, hast du nie Probleme. Ja. Ja. Hier, das bist du, wie du gerade auf einer Wiese... Aus einer Gießkanne? Also einen Eimer aus einer Gießkanne raus. Genau. Fast das Eimer muss man vielleicht erklären. Ich weiß nicht, ob naja, Eimer wissen die Leute bestimmt schon, die in den Kanal gucken. Keine Ahnung. Ja, Eimer ist halt so eine. Ja, das ist eigentlich total bizarr, weil wir sind da immer aus Weißenfels rausgefahren. Ja. Ne? Ja. Vom kleinen Dorf. Ne? Ja. Ja, wo ist das hier? Weißt du das noch? Das ist kurz vor Löser. War da ich hier dabei? Nee, ja. Nee, du warst nicht dabei. Ja. Das ist vor Löser, wenn du jetzt von Weißenfels nach Löser fährst und kannst du dort in der Hälfte abbiegen zu einer kleinen Kirche. Da ist ein Friedhof. Da standen wir immer und haben dort geeimert. Geil, okay, cool. Wenn es geregnet hat, wurde die Gießkanne ins Auto gestellt. Ja. Und also ich würde mal sagen, das Foto heben wir uns für die nächste Folge auf. Wir wollen hier nicht das ganze Pulver verschießen, wenn ich das Foto hier sehe, das ist ja legendär. Ja, wir sind ja jetzt, sagen wir mal, beim Thema Cannabis, also Kiffen, ne? Ja, ne, wir wollen ja die Leute auch auf die Folter ein bisschen spannen, ja. Also wir sehen hier auf jeden Fall, das ist ein Bild von mir auf jeden Fall. Ja. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es spielt LSD, Cannabis und keine Ahnung, noch viel mehr eine Rolle. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Das können wir auch in der nächsten Folge zeigen. Ja, das können wir auch in der nächsten Folge zeigen. Das ist auch der Hammer. Mhm. Ja. Ja, und hier, weil es noch zum Kiffen passt. Ja, also hier natürlich in irgendeiner Bude, irgendein Typ zieht sich auch mal wieder eine Bon rein. War ganz normal. Genau. Ohne Scheiß. Also ich habe auch noch Videos zu Hause, die kann ich ja gar nicht zeigen. In jedem Video geht die Bon rum. Ja, weil... Also, das habe ich eigentlich völlig verdrängt. Also Cannabis war ja eigentlich unsere Hauptdroge. Auf jeden Wir Fall. Haben ja jeden Tag gekifft. Ja. Mehrmals. Bon. Wie viele Jahre hast du gekifft? Über 20. Dann bei mir waren es, oder? Also ich sag mal so, mit 15 angefangen, mit 35, 31 aufgehört. Mit 16 habe ich angefangen. Und 2008 habe ich dann mit aufgehört, weil ich da 2007 meinen Führerschein verloren habe. Ja, das war übelst krass, ich kann mich daran erinnern. Ja, durch Cannabis und Alkohol. Ne? Das ist ein Trauma, oder? Ja. Ja, scheiße. Ja. Und das war eine ganz banale Geschichte. Ja? Ja. Hast du dir im ersten Video schon erzählt? Das habe ich noch gar nicht erwähnt, wie das passiert ist. Wie du deinen Führerschein verloren hast? Ja, wir haben erwähnt, dass ich meinen Führerschein verloren hatte. Machen wir in der nächsten Folge. Genau. Machen wir in der nächsten Folge, wir wollen ja nicht alles, weil das wird hier einige Folgen geben, ich spüre das schon. Ja. Okay, also. Das ist auf jeden Fall eine Story. Also das ist eine für eine ganze Folge. Ja, auf jeden. Könnte man auch echt so nennen, ja. Also Führerschein verloren auf Droge. Genau. Okay. Ja. Auf jeden Fall Aufklärungsvideo auch, oder? Ja. Auch eine Warnung, muss man sagen. Genau. Ja, Leute, fällt uns noch irgendwas ein, Buddy? Also... Der Alltag war eigentlich nur aufs Kiffen ausgelegt, ne? Damals. Kiffen war eigentlich so normal für uns. Kiffen war völlig normal. Ja. Du bist irgendwo hingekommen und schon... Hast du gekifft? Hast du gekifft? Ja. Naja, also es gab auch immer Kiff. Also, das war aber interessant, weil ich sag mal, ich finde, so eine Jugend spaltet sich dann in so eine Alkoholjugend auf und in eine Kiffer. Ja, weil in der Phase, wo ich gekifft habe, habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ich auch nicht. Also, ne? Habe ich nicht mal geraucht. Ja. Sondern nur gekifft. Halt, ja. Aber ich habe eigentlich nur Bongs geraucht. Ich habe ganz wenig Tüten. Weißt, ne? Also, ja, wir haben auch alles durch. Also, wir haben ja am See geeimert. Alles. Ja, also. In der Nacht, am Tag, egal. Ne? Scheiße, ich weiß noch, ich habe bei mir noch meiner Freundin mal, das ist ja das Krasse. Ich hatte da eine neue Freundin und weil ich irgendwie auf Pep war bei der und mit der auch gut
6 hatte auf Speed, wollte ich dann aber danach mich halt runterrauchen. Und da war man halt schon auf so einem Level, wo man keine Tüte mehr geraucht hat. Ja, du wolltest halt jetzt entweder eine Bon oder dir einen Eimer bauen. Die richtig reinknallt. Und das dir voll reinballern. Und da habe ich mir bei der in der Küche aus einer Cola-Flasche einen Eimer gebaut. Und das war für mich völlig normal. Ja, du bist in der Mehrwegflasche, hast den Boden abgeschlagen, Alupapier, hast ein Köpfchen gebaut. Ne? Ja, so. Ich war völlig schockiert und entsetzt. Wassereimer gefüllt. Also ich war da völlig schockiert. Okay. Nee, das ist halt schon krass. Es ist ja nicht normal. Weißt du, was ich meine? Es ist ja schon krass. Ja, ich weiß. Aber das war für. Also ich kann mich schon wieder an Storys gerade erinnern. Also ich hatte mein Bewerbungsgespräch bei der Post, wo ich voll auf Koks hingefahren bin. Erzählen wir vielleicht auch mal später. Also Wahnsinn. Ja, also gekifft haben wir wirklich überall und immer. Also ich finde auch, das hat man in jungen Jahren auch echt gut weggesteckt. Ja. Ja. Man hat da 10 Köpfe am Tag geraucht und hat trotzdem bis um 12 nachts noch Party gemacht. Ja. Ja, auf jeden. Ja, krass. Das ist halt so, Cannabis ist halt eine Einstiegsdroge, ne? Würdest du so sagen? Ja. Na, ich habe mit Kiffen angefangen und habe dann alles andere durchgeführt. Du hast mit Alkohol angefangen? Oder ja, okay, mit Alkohol, ja. Aber das war nie so mein Ding. Du meinst auch nicht, ja, aber... Mich total zu besaufen und... Aber es stimmt schon, Cannabis war schon die erste Stufe in die verbotene Welt. Genau. Nach der Wende fing das ja dann an. Ne? Also Cannabis ist ja auch heute noch illegal und das war so der erste Kontakt mit der Illegalität. Und dann, wenn du da Bock drauf hattest und der Typ dafür warst, kamst du halt auch schnell zu anderen Sachen. Ja. Ja, kamst du auch schnell zu anderen Substanzen. Also das war bei mir auf jeden Fall. Also nach Cannabis kamen bei mir Pilze, das weiß ich noch. Und dann ganz schnell auch Speed und Ecstasy Crystal. Also Cannabis mit Pilzen dann, also. Ne? Alles, ja klar, alles ja, klar. Ja. Ich habe auch auf Cannabis Poppers gezogen. Nee, ja, nee, auf Pilzen Poppers gezogen. Haben wir das nicht zusammen? Ja, haben wir auch. Das war total crazy, Alter. Da haben wir auch noch Fotos. Wollen wir das mal zeigen, ja noch? Wenn du es schnell findest. Warte. Das könnte man halt mal zeigen. Die findest du jetzt nicht so schnell, oder? Ach doch, die waren in dem Stapel, ja. Ich kann mir noch ein schönes Foto von mir zeigen, wie ich da so... Hier ist das eine. Genau. Genau, da ist das eine. So sah der Sebastian vor 20 Jahren aus. Also das ist das eine von mir hier. Und das ist das von mir. Okay, das können wir aber nicht zeigen. Nee. Gut, dann kann ich nur meins zeigen. Da sieht man halt wie. Ich glaube, wir waren da auf LSD, nicht auf Pilzen. Ja, okay, LSD, ja genau. LSD machen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge. Und dann haben wir Poppers dazugezogen. Genau, dieses Bild hier, das bin ich in meiner Dachwohnung in der Georg-Schumann-Straße in Möckern. Mann beißt Hund. Mann beißt Hund Plakat dahinter, genau, sehr gut. War auch ein legendärer Film damals. Ja, ja. Das war eigentlich auch so unser Alltag, ne? Kiffen und sich dann Filme reinziehen. Film reinziehen, ne? Macht man halt gar nicht mehr. Nee. Also das ist die Jugend, glaube ich. Also wir haben ja Filme auf Kiff zelebriert. Ja. Und 1000 Mal geguckt. Genau so ist also es. Mir fällt ein, Menace to Society. Ja. Mann beißt Hund, Funny Games. Funny Games, Funny genau. Games, absolute Kids. Legende. Kids, auf ne? jeden Fall. Ja. Blood in, Blood Out. Ja, und dann die ganzen Gangsterfilme. Ne? Ja, sowieso. Scarface etc. Ja. Ne? Genau, aber nochmal zurück zum Bildschirm. Hier ist Sebastian, der voll auf LSD ist und sich gerade eine frische Ladung Poppers reingezogen hat. Also für alle, die es nicht wissen, Poppers ist eigentlich Verdünnungsmittel, was für 30 Sekunden high macht und völlig crazy. Ja, auf jeden Fall. Wenn du auf LSD bist, geht das dann natürlich richtig ab. Sieht man mir, glaube ich, auch an. Mich drückt es gerade. Aber richtig. Mich drückt es gerade. Ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern. Ja, okay. Ne? Das war wie ich habe dich da am Wochenende besucht. Ne? Ja, du warst oft bei mir, oder? Ja. Geil. Also in Georg-Schumann-Straße. Ja, ja. Das war ja das, wir haben ja in Weißenfeld angefangen zu konsumieren. Ja. Ne? Sind dann durch die Musik auch, haben wir zueinander gefunden. Du hast ja in der Apropos Band gespielt. Apropos Musik, hier hinten auf dem Bildschirm sehe ich Scott Weiland von den Stone Temple Pilots. Der, ja, das war ja so die Musikrichtung, die mir damals... Also der vor 3 Jahren gestorben ist. Gestorben ist, ja, genau. Ja, genau. Ja. Haben wir uns ja durch die Musik kennengelernt. Du wolltest ja eigentlich damals bei mir einziehen noch, in der Schmerzstraße, das ging ja nicht. Nee. Da hatten wir auch einen kurzen Twist, ja. Aber dann ging es trotzdem wieder weiter. Genau. Ja. Also, wir haben uns ja dann verloren, du bist nach Leipzig gezogen, aber ich bin dann halt dran geblieben. Ich habe dich dann immer noch besucht. Ne? Und irgendwann bist du ja dann nach Bali, oder? Das fing dann schon so an, 2003, da öfter nach Bali gegangen bin. Genau. Und 2005 war ich dann ein ganzes Jahr in Bali und 2006 in Australien, war also 2 Jahre dann gar nicht mehr da. Na, da war es dann vorbei. Da haben wir uns dann verloren. Da war es dann vorbei, genau. Also so 2005 war bei mir auch ein absoluter Bruch im Leben so. Fing auch der Ausstieg langsam an. Und
da bin ich ja dabei geblieben noch, ne? Da war ich ja dann noch dabei. Ich habe ja konsumiert. Ich habe ja erst 2007, 2008 aufgehört zu konsumieren, wegen meinem Verlust meiner Führerschein. Ne? Ja, oh, krass. Und dann ging es wie lange clean gut? Na, ich habe erstmal 5 Jahre um meinen Führerschein gekämpft, wo ich natürlich clean war, mit Haaranalyse und etc. Ein Mist. Ja, ne? Scheiße. Was hat dich das Ganze gekostet? 5000 Scheine. Scheiße, okay. Okay, aber kein Vergleich zu der Kohle, die du für 10 hast. Nee, auf keinen Fall. Okay, gut, also ja. Genau. Ja. Na, wie gesagt, 5 Jahre gekämpft, dann am Februar 2012 meinen Führerschein bekommen. Hm. Und dann ein Jahr noch durchgehalten und dann kam der Dämon wieder. Hm. Na? Genau, und mit diesen Worten beenden wir die 3. Folge, Toni und ich. War mega spannend, das geht mega spannend weiter. Ich freue mich auf nächstes Mal. Ich freue mich das nächste Mal auf Toni. Wir freuen uns auf euch. Genau. Also bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.